Ich sage nur drei Wörter. Klaas, Häufer, Umlauf, jetzt mein Zimmer frei. Und hier kommt Christine Westermann und ganz einfach. Herzlich willkommen zu Zimmerfrei, der beste Sendung aller Zeiten mit Christine Westermann, der besten Moderatorin aller Zeiten. Von mir wollen wir gar nicht reden. Wer ist heute unser Gast? Unser Gast ist auch ein ziemlich guter Typ. Er ist gerade mal 31 Jahre alt und er hat schon den Grimme-Preis. Man fragt sich, was soll aus dem Jungen noch werden? Aber ich glaube, aus diesem Mann wird noch was ganz Großes. Oder ist schon... Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, Millionen seiner Milliarden-Fans finden, er ist jetzt schon etwas ganz Großes. Lassen Sie uns diesen Mann mit dem gebührenden Applaus empfangen. Wir freuen uns auf Klaas Häufer-Umlauf. Klaas, du trinkst Malzbier, würdest du auch einen Champagner mit uns anstoßen oder bist du antialkoholisch? Nee, nein, ich bin absolut nicht antialkoholisch, aber ich krieg Sodbrennen von zu viel so Sekt und so. Ja. Aber wir wollen höchstens also vier Gläser trinken. Wenn man noch mehr Äpfel dazu essen würde, dann würde das mit dem Sodbrennen noch viel schlimmer werden. Ja, genau. Die Kombination ist tödlich. Deswegen, aber ich stoße gerne an und Alkohol grundsätzlich. Geht, ne? Bis aufhören! Eine Sendung! Ja? Guten Abend! Hallo, guten Abend! Super, na, mal schnell, kann ich mal kurz zur Hand gehen? Ja, natürlich. Herr Alsmann, darf ich Ihnen das mal... Oh, das aber riecht da, ich reiche es weiter. Bitte sehr. Ah. Guten Abend. Das guten ist aber toll. So. Ja, so. Mann, da wünsche ich euch auch einen richtig schönen Abend. Für mich auch was dabei? Ja, ah, Glück gehabt. Ja, bon Appetit. Mit tausend Dank. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Danke. Tolle Leistung, fantastisch, großartig. Kommt mir bekannt vor. Wonach sieht's aus? Das ist eine Kohlroulade, die mit der Post verschickt wurde. Genau. Es ist bizarrerweise nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ja. Das wissen wir. Ja. Deine Mutter hat dir Essen mit einem Paket geschickt. Ja, mit der Post. Ja, ja mit der Post eine Kohlroulade. Aber gut eingewickelt wahrscheinlich? Ja, natürlich. War gut eingewickelt. In Kohl. Die hat ein bisschen sauer geschmeckt, muss ich sagen. Ja. Wir haben danach gesagt, das machen wir jetzt dann nicht wieder. Aber ja. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass ich Kohlroladen bekomme. Ich kann die natürlich selber unter keinen Umständen herstellen. Ich glaube, das ist sogar Originalrezept von Ihnen, oder? Ja. Ja, von der Mama da. Hast du das durchgegeben? Ja, natürlich. Sehr gut. Ja, noch ganz aber anderes, gegen einen sehr, sehr hohen Betrag. Bisschen kalt auf dem Weg geworden. Naja, das ist das Problem, wenn das zwei, drei Tage so rumgeworfen wird von irgendwelchen DHL-Typen, dann schmeckt das natürlich anders. Ne? Aber lecker. Gibt's? Oh, ja. Danke, Mama. Ausgezeichnet. Du bist in Oldenburg aufgewachsen. Gibt es Rituale, wenn du nach Hause kommst? Also außer Wirsing-Rouladen? Ja, die Rituale sind ja dann, wenn man da mal zu Hause ist, natürlich, dass man wirklich jeden abklappert, den man noch kennt, der also auch noch dort wohnt. Und das sind dann Verwandte, Freunde. Und damit hat man dann erstmal schon ganz gut zu tun. Ne? Also wenn man dann wirklich erstmal zu jedem hingeht und sagt, dass man jetzt da ist und so, und dann fährt man ja auch immer von A nach B. Und wenn ich allen gesagt habe, dass ich da bin, dann muss ich meistens wieder los. Ja. Sind dir welche beleidigt, wenn du sie nicht bedenkst bei deiner Willkommenstour? Ja, also wenn ich jetzt nicht sofort zur Oma fahre, gibt es Ärger. Ne? Ja, zu Recht. Ja, also ich muss sofort zur Oma fahren, egal wie viel Uhr es ist oder so. Ich fahre meistens noch, bevor ich irgendwen anderes sehe, fahre ich zur Oma und dann... Hast du den Brocken schon mal hinter dir? Nein, das ist immer ganz gut. Ich finde das ja wirklich ganz schön, aber man muss ein bisschen Zeit einplanen, aber das macht man ja auch gerne. Also das ist ja auch ein Grund, warum ich überhaupt nach Oldenburg fahre. Und sie kommt auch ganz gerne nach Berlin. Omas geben doch immer Geld, deine Oma auch? Ja, meine Oma gibt mir immer noch Geld. So heimlich, so beim Weggehen so reinschieben. Ja, früher immer. Aber nicht alles für Schleckereien ausgeben. Ich war ein sehr kleiner, reicher Mann, weil Oma mir Geld gegeben hat, gesagt, aber nicht Opa sagen. Und Opa hat mir Geld gegeben, sagt, sag nicht der Oma. Ne? So. Und habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Und ich habe mich an die Regeln gehalten, aber doppelt kassiert. Ne? Das war natürlich sehr gut, aber Oma hatte ihr Haushaltsgeld in der Küchenschublade. Und da wusste ich immer schon, wenn sie dann vom Kaffeetisch überraschend aufstand,
Da wusste ich schon, was passiert. Ne? Aber meine Oma ist auch so, wenn ich dann da bin, die erklärt mir die einfachsten Sachen. Ne? Also sagt mir tatsächlich abends nach dem Abendessen, der Apfelsaft, Klaas, der steht hier im Kühlschrank, ja? Da vorne. Und wenn du dir eine Schorle machen willst, ist hier das Wasser. Ja? Da habe ich den Deckel abgemacht, da ist die Kohlensäure schon raus. Das bekommt dir dann besser. Ja? Apropos Kohlensäure, haben wir überhaupt schon angestoßen? Ja, nee. Wir waren so gierig. Ja, natürlich. Ja. Zum Wohl. Herzlich willkommen. Danke sehr, Christine, für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ja, das kennst du. Willst du jetzt auch Malzbier trinken wegen mir jetzt? Ja, ich stehe gerne Malzbier. Ja? Ja, ich auch. Sehr gerne. Was glaubst du, was passiert, wenn man, also, mit deinem Foto auf die Straße geht und die Leute fragt? Wer ist das? Was glaubst du? Ich glaube, eine Menge Leute wissen gar nicht, wer ich bin. Ne? Also, oder denken, oder die paar, die dann so ein bisschen zweifeln, denken zu 50%, ich bin Joko. Oder was auch sehr gut ist, dass wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ey, guck mal, da ist Joko und Klaas. Ja? Das ist auch sehr, sehr gut. Ne? Das gefällt mir. Das sind aber mehr so jüngere Leute mit Kapuzenhemden. Nein, nein, er ist es, Joko und Klaas, nein. Super. Wirklich. Also unsere bezaubernde Assistentin Nina ist mit unserem Notar auf die Straße gegangen mit einem Foto und hat die Leute gefragt, wissen Sie, wer das ist? Kennst du diesen jungen Herrn? Ja, ich komme gar nicht auf den Namen. Oh Gott, der Kleine. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der Klaas ist es, glaube ich, nicht. Der heißt Klaas, aber mit Nachnamen weiß ich jetzt nicht mehr. Weltbekannt, das ist Klaas Häufer Umlauf. Von Zirkus Halligalli. Und hat irgendeine Gala jetzt, glaube ich, moderiert gehabt. Auf dem Ersten. Ja, ich finde den lustig. Obwohl er die Leute immer so veräppelt? Ja, ich finde den lustig. Herr Häufer Umlauf würde auch gerne in einem Spielfilm mitwirken. Oh. Welche Rolle hätten Sie für ihn parat? Vielleicht so den Hofnarr. Bösewicht. Eine Leiche, da muss er nichts sagen. Welche Rolle würden Sie ihm da geben? Hausmeister. Jawohl. Mit so einem geilen Schlüsselbund, ne? Hausmeister. Ja, Werkzeugkiste. Was ist schlimmer, Bösewicht oder Hausmeister? Naja, Hausmeister, also wer mich kennt, der weiß halt, also mir werden alle lebenswichtigen Gegenstände, sobald ich mich außerhalb von irgendeiner Sicherheitszone befinde, werden mir abgenommen. Ne? Weil jeder weiß, dass ich alles überall liegen lasse. Also ich wäre der denkbar schlechteste Hausmeister. Ich kann auch so Sachen nicht reparieren. Aber du konntest ja schon mal den wichtigsten Spruch kennen, den jemand auf der Hausmeisterschule als erstes lernt. Wer ist das? Hier können Sie nicht stehen bleiben. Ja, genau. Ja, Fußballspielen verbieten und so. Ja, also so eine Blockwart-Mentalität könnte ich mir vielleicht noch irgendwann mal so rausarbeiten. Aber wenn es darum geht, wirklich irgendwas zu reparieren, da wäre ich wahrscheinlich der Hausmeister, der am meisten andere Leute dann für sich das erledigen lässt, weil ich das einfach nicht kann. Sag mal, wo kommt der Doppelname her? Oder war das schon immer ein Doppelname? Nee, das war, genau, mein Doppelname. Ich habe den schon immer gehabt, genau, meine Mutter auch. Das ist eine Geschichte, die in meiner Familie, also mittlerweile darf man ja gar keine Doppelnamen mehr geben, an Kinder weitergeben. Das war damals anders. Mein Vater, also mein Opa ist nicht mein leiblicher Opa, sondern mein Vater ist adoptiert. Wenn ich gewusst hätte, dass es so kompliziert ist. Ja, um Gottes Willen. Dein Großvater war adoptiert? Mein Großvater nicht, mein Vater. Von dem Großvater? So ist das, ja, genau. Und er hat seinen Geburtsnamen beibehalten, genau. Und hat dann eine wilde Kombi gemacht, also meine Großeltern hießen also nicht so, aber mein Vater war dann der Erste und der hat den Namen dann weitergegeben. Und es ist gar nicht so sonderlich kompliziert, aber deswegen hat man jetzt halt diesen Namen, der jede Liste versaut, egal wo man sich einträgt. Wann stört der, wollte ich gerade fragen. Wann stört der? Mittlerweile geht das so. Aber das ist natürlich, der passt halt nirgendwo rein. Ne? Also das ist natürlich. Andererseits, wenn du Umlauf Häufer geheißen hättest, dann würdest du im Alphabet, wenn Leute aufgerufen werden, sehr weit hinten stehen. So stehst du verhältnismäßig weit vorne. Genau. Und deswegen habe ich dann, also das ist natürlich ein merkwürdiger Name, aber irgendwie habe ich mich daran gewöhnt. Und wenn man sich den einmal gemerkt hat, dann kann man den dann. Ja, machen. Aber das sind so klangvolle Doppelnamen, je absurder sie zusammengebastelt scheinen, desto größer die Chance, dass sie mal auftauchen auf Listen von Nobelpreisträgern. Du könntest auch nach dem Alzenstrich machen. Ja. Götz als Mann. Oder Götz als Frau vielleicht. Diese Sendung war von jeher ein Festival der alten Witze, aber wenn du so alt sind, das wüsste ich nicht. Wenn du den schon mal gehört hast. Ich habe noch nie über Götz, also über seinen Namen nachgedacht. Schöner Name, oder? Total schön. Ja, ich weiß. So schön wie Häufer Umlauf? Nein. Da habe ich mir gedacht. Das finde ich, Häufer Umlauf finde ich sehr interessant. Finde ich auch. Ja, das ist ein Name, aus dem Nobelpreisträger geschnitzt sind.
Ja, man muss immer, also wenn man schlau rüberkommt, wenn man sagt ja auch oft, es gab mal jetzt einen Artikel, da ging es um Kindervornamen und da hat irgendein Lehrer gesagt, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Ja. Und das, also dass man, also sagen wir mal, soziale Vor- und Nachteile hat, weil man bestimmt, also wenn man jetzt Dürs Grünbein heißt, ja, dann wird man natürlich eher mal als Intellektueller wahrgenommen, als wenn man jetzt Kevin. James Önder-Redkowski heißt, ne, zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich, irgendwie kriegt man einen gewissen, weiß nicht, so Vorschusslorbeeren, wenn man irgendwie ganz besonders schlau heißt. Ne? Aber ich würde gerne über Herrn Wildener sprechen, deinen Englischlehrer. Ja. Der Englischlehrer von Klaas hat in der Schule gesagt, du trittst mal irgendwann bei Sat.1 auf. Wieso? Ja, der hat ja natürlich, nicht recht gehabt. Ich bin ja bei ProSieben. Ne? Also das hat er natürlich völlig daneben gelegen. Wieso ist er nicht auf die ARD gekommen? Also auf die ARD kommt keiner mehr. Wollte ich gerade sagen, da wäre ich ja bis vor, also vor kurzem durfte ich ja mal in der ARD stattfinden, aber da, das fand ich immer noch bizarr. Aber dass der das so früh erkannt hat, ohne dass mir das selber so klar war, fand ich ganz interessant. Ich kann mich in dem Moment noch ganz gut erinnern, als er das gesagt hat. Wie war denn? Gab es eine große Treppe und da sind wir hochgelaufen und der hat das so aus dem Nichts, hat er das mal zu mir gesagt. Ja, man muss natürlich wissen, was hat er für Sender bevorzugt? Wenn das ein passionierter Arte-3-Sat-Gucker war, kann das auch eine Drohung gewesen sein. Ja, ja. Kann sein, dass er mir damit unterschwellig noch einen mitgegeben hat, also so eine Beleidigung, die ich 20 Jahre später eskapiere. Ne? Apropos 20 Jahre später eskapiere, ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird bei unserem ersten kleinen Spiel, eine kleine Tischaktion hier, unser original gewaltfrei getöpfertes australisches Aborigines-Gefäß enthält ein paar Zettel. Okay. Auf diesen Zetteln befinden sich Ortsnamen. Es gibt ein sehr, sehr berühmtes Lied von dem sehr, sehr großen Altkabarettisten Ingo Insterburg. Ich liebte ein Mädchen in. Und wir wollen etwas, dieses Lied angelehnt ein kleines Spiel spielen. Wir ziehen jetzt Reihe um Namen. Und der jeweils Nächste muss mit Hilfe dieses Liedes und dieses Textes einen Reim zu diesem Ort finden. Ich ziehe als Erstes und überlasse Christine damit die Aufgabe zu reimen. Es handelt sich um den schönen Ort. Alkohol haben? Ja. Vorher oder nachher? Jetzt. Wie heißt der Ort? Der Ort heißt Kapstadt. Aha. Ich liebte ein Mädchen in Kapstadt. Kapstadt. Nicht helfen. Ich liebte ein Mädchen in Kapstadt. Das hatte die Rückenlage ziemlich satt. Das ist mehr ein modernes Gedicht, oder? Ja, total. Aber es gibt von modernen, erfolgreichen Rappern wie Bushido Reime wie sie konnte sich nicht selbst vertrauen, denn sie hatte gar kein Selbstvertrauen. Ja? Also damit hat man Millionen Platten verkauft. Ja, ja. Insofern fand ich das komplett okay. Ne? Ja, super, danke. Du solltest dir eine Pudelmütze aufsetzen. Recife. Ich kannte mal ein Mädchen in Recife, die war nicht ganz so blöd, die ging ganz schön in die Tiefe. Fantastisch! Wow. New York. Ich verließ mal ein Mädchen in New York, da gab's die Liebe, aber immer nur Talk. Wow. Nicht so schlecht. Kairo. Oh, Leute. Reykjavik wäre scheiße. Ne? Kairo, ich liebe Ouagadougou. Kairo. Kairo, da reimt sich auf O reimt sich gar nichts. Doch. Doch, natürlich. Was? Also, alle anderen Wörter mit O. Soll ich dir was zeigen? Also, zum Beispiel, ein Amerikaner aus Ohio lebte ein Mädchen aus Kairo. So, da fängt schon mal mit an. Ja. Du kannst ja die Welt doch zurecht dichten, wie du willst. Jetzt bist du dran. Also gerade Kairo, da hätten mir 1000 Sachen einfallen. Oh, schön. Pyongyang. 10 Sekunden. Pyongyang. Ich liebte ein Mädchen aus Pyongyang. Ganz schön heftig, nur nicht lang. Oh, schön. Ja. Colombo. Colombo. Ich liebte ein Mädchen in Colombo. Sie kam aus Afrika und hieß Mfombo. Wahnsinnsspiel. Es sollte natürlich deine polyglotte Fernsehkarriere beleuchten. Das war die absolut, ja. In Westafrika gibt es tatsächlich Mutombo und so. Das ist viel, ne? Ganz klar. Ja. Unser Kollege Lutz van der Horst. Ja. War in der Sendung, beziehungsweise in den Kulissen der Sendung, für die er den Grimme-Preis bekommen hat.
Zirkus Halligalli. Ja, witziger Satz. Ein Grimmelpreis für Zirkus Halligalli. Ja, so weit sind die da einmal schon. Wir haben den Grimmelpreis mal moderiert und es war in einem Zirkuszelt. Ja, ja, das ist kann ich gehen. Muss ich noch was sagen? Nein, bitte. Okay. Zirkus Halligalli, die Manege von Klaas. Neben mir steht der langjährige Autor, Thomas Schmidt. Hallo. Schönen guten Morgen. Ihr arbeitet wie lange schon zusammen? 9 Jahre sind es jetzt. 9 Jahre? Ja. Und was ist der erste Gang von Klaas, wenn er hier morgens lang geht? Ja, er geht die Tür rein, ja? Rechts sind die Redaktionsräume, links das Studio, da läuft er aber vorbei zum Catering-Zelt. Sehr gut, da gehen wir jetzt auch hin, zum Catering. 9.15 Uhr Catering, hier achtet man auf die Ernährung. Eier mit Speck, Speck, Currywurst. Was davon isst Klaas am liebsten? Der geht da komplett durch, hört aber auf. Da hinten, da gibt es so ein bisschen Salat und sowas, das interessiert ihn überhaupt nicht. Okay. Also er ist jetzt nicht das, was man einen Gourmet nennen würde. Er hasst es, wenn wir in Asien essen müssen. Also er geht am liebsten zu McDonald's, es gibt Currywurst. Das hat er hier, glaube ich, auch persönlich bestellt, dass es hier morgens Currywurst gibt. Uns fällt das überhaupt nicht mehr auf, wie ungesund das ist. Hat sich jeder so ein bisschen dran gewöhnt. Aber es hat seinen Ursprung in Klaas' Wunsch nach schlechtem Essen. So, und für ihn ist Essen halt einfach wirklich eine lästige Angelegenheit, die es sein muss, wie man Benzin in ein Auto führt. Das heißt, die härteste Mutprobe für ihn wäre eigentlich ein 8-Gänge-Menü beim Franzosen, das richtig lecker schmeckt. Das kann man so unterschreiben, ja. Seit 9 Jahren, hast du gesagt, arbeitest du mit Klaas zusammen. Welchen Gag würde er nicht machen? Oh, da gibt es viele. Also ich glaube, Klaas ist schon jemand, der genau weiß, was er lustig findet und was nicht. Und das ist auch immer für alle Mitarbeiter sehr schwer herauszufinden. Mal setzt man ihm eine Pimmelnase auf und er lacht sich, nee, da lacht er eigentlich nie. Aber es gibt durchaus Sachen, wo er sich total kaputt lacht drüber, aber es ist nicht nachvollziehbar. Bei anderen würde er einen am liebsten rausschmeißen dafür, dass man überhaupt den Vorschlag macht. Wir haben eine sehr kindische Redaktion, die generell so Pimmelwitze, alles was pubertär ist, kommt da ganz gut an. Und Klaas wäre ja eigentlich schon gerne, hat er so ein Late-Night-Gehen. Und das clasht öfter mal. Jetzt habe ich mir die Proben hier mal angeschaut. Ich fand ganz interessant, dass Klaas immer so ins Publikum geschaut hat. So, sucht er danach Bestätigung, ob das gut ist, was er macht? In erster Linie sucht er nach einem Monitor, wo er sich sieht. Das finde ich sehr eitel. Okay. Also, er ist einer, er kommt an keiner Fensterscheibe, die spiegelt, vorbei, ohne dass er da minutenlang reinschillt und die Haare nochmal richtet. Also eins kann man sagen, er ist sehr, sehr eitel. Da guckt er ihn an und ich stehe hier. Joko, ich habe gesehen, du bist heute Morgen mit Klaas zusammen hier angekommen. Ihr habt zusammen gefrühstückt. Kann es sein, dass ihr euch gar nicht hasst, sondern liebt? Nee, da muss ich dich enttäuschen. Das war ein Zufall. Wir hassen uns tatsächlich. Das ist auch ganz wichtig, dass wir uns hassen, weil es gibt eine Abmachung zwischen uns beiden, dass der eine dem anderen 10.000 Euro zahlt und der quasi dann aussteigen kann. So, das heißt, ich warte eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass Klaas mir ein Angebot ausspricht. Und ich glaube, wenn wir jetzt zum Lieben übergehen würden, gäbe es irgendwann im Kopf diese Möglichkeit gar nicht mehr, dass der andere aus Hass sagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf dich, jetzt kriegst du 10.000 Euro im Monat und hau ab. Das finde ich eine schöne Geschichte. So ähnlich ist es übrigens auch bei Götz und Christine. Und zu denen gebe ich jetzt zurück ins Studio. Danke. Die sind schon so lange zusammen. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, ihr wisst mal, wie das ist. Ne? Ich kenne das ja. Wir wissen alles. Lutz von der Horst war das beim Zirkus Halligalli. Und aus dem Zirkus besucht uns Klaas Häufer. Ich habe in den Unterlagen gelesen, dass ihr also nie privat essen geht oder so. Nein. Und dann habe ich mich so gewundert und dann ist mir eingefallen, dass wir das auch nicht machen. Nie. Obwohl wir uns lieben. Wir lieben uns. Also während der Staffel sagt Christine, wenn wir drehen, sind wir die besten Freunde. Ja, aber das reicht dann irgendwie auch. Also das ist gar nicht so, das ist... Einer muss es mal sagen. Ja, ich finde das auch gar nicht so hart, wenn man das so ausspricht, weil eine normale Freundschaft, die besteht natürlich daraus, dass man sich absichtlich, freiwillig trifft. Dass man also irgendwann mal denkt, ach, den habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, ruf den mal an, wie es dem geht. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn vermissen würde, weil ich den sowieso 2 Tage später Klar. wieder sehe. Ne? Ja, und dann sind das natürlich, also deswegen hat das so eine andere Struktur des Zusammenseins, weil man genau weiß, egal ob man jetzt gerade eine gute oder eine schlechte Zeit miteinander hat, am Montag, da steht man wieder parat und ansonsten auch, man reist viel zusammen und wir können uns auch, wenn Leute mit uns reisen, wundern die sich manchmal, wie sehr wir uns anschweigen. Also wir können teilweise den ganzen Tag miteinander reisen oder unterwegs sein oder so und sagen wirklich nur wie so ein ganz, ganz eingespieltes Ehepaar nur das Nötigste. Woher weißt du, was ein eingespieltes Ehepaar ist? Ja, so stelle ich mir das vor. Also wenn so Leute schweigend im Robinson-Club sitzen und dann nach Hause fahren und sagen, das war toll. Habt ihr das mit den 10.000 Euro schriftlich gemacht? Nee, das haben wir noch nicht schriftlich gemacht. Da vertrauen wir auf Handschlag. Ja, das geht also darum, dass eine monatliche Sofortrente, die dann auch bis ans Lebensende bezahlt werden muss. Und derjenige, der dann das annimmt, der was muss dann... Was ist monatlich? Ja, natürlich im Monat. Ja, damit der dann... auch machen? Schlag ein.
damit er klarkommt. Der muss dann ja auch ins Ausland und darf nicht mehr im Fernsehen auftauchen. Mhm. Und also muss, der muss wirklich sich aus der deutschen Öffentlichkeit... Für den wird eine neue Identität aufgebaut. Ja, so ein Zeugenschutzprogramm, so eine Art. Ja, ja. Der wird dann einfach irgendwo hingesetzt und dann ist er weg. Ne? Ja. Wie das mit dem Eitel, was er gesagt hat... Was könnte nicht stimmen, wenn du guckst in den Spiegel oder ins Publikum oder in die Schaufensterscheibe? Ach, weiß ich nicht. Manchmal sehen die Haare dann komisch aus. Ich glaube, das fängt auch an, weil ich bin ja eigentlich gelernter Friseur. Und dieses ständig in den Spiegel schauen, das ging da schon los. Also dadurch, dass man ja auch da immer also umrundet ist von Spiegeln und eigentlich überall da immer reinschaut und sich die ganze Zeit damit befasst und sich dann auch aus Langeweile, wie jeder Friseur in der Ausbildung, tausendmal die Haare färbt, ne, weil man einfach viel zu viel Hast Zeit hat. Hast du gemacht? Ja, ja, klar, alles Mögliche. Was war das Extremste? Das Extremste war, klingt jetzt erstmal gar nicht so extrem, aber ich sah wirklich ganz schlimm aus. Ich wollte irgendwann mal aussehen wie Elvis und habe mir dann die Haare schwarz gefärbt und die Augenbrauen auch noch. Ich sah, also es stand mir überhaupt nicht, ich sah ein bisschen das aus wie Harald Glöckler. Ich sah also aus wie eine Mischung aus Harald Glöckler und ganz doll Fieber. Aber es ist natürlich so, dass Leute, die es auf die Bühne, vor die Kamera oder so, natürlich auch eine, wie ich finde, absolut gesunde Form von Eitelkeit. Ja. Und wir erinnern uns an das berühmte Zitat von Sid Vicious, dem Bassisten der Sex Pistols, der angeblich gesagt hat, ich habe mich in meinem Leben nur zweimal verliebt, eine Bierflasche und ein Spiegel. Ja. Das sind... Ja. So. Wie du die Dinger so rausholst. Unfassbar, oder? Was an mir, genau. An mir wäre ein Fernsehmoderator verloren. Genau. Wann ist es denn Lust und wann ist es Last bei eurer Zusammenarbeit? Ach, das ist grundsätzlich, muss ich sagen. Und wenn man diese Frage jetzt so beantwortet für alles, was wir machen, dann muss man das schon in meinem Fall sehr dankbar sein, dass man was machen kann, was einem wirklich so viel Spaß macht. Und es macht Spaß, grundsätzlich. Aber natürlich gibt es wie bei jedem Job. An mir ist nicht nur ein Fernsehmoderator, sondern auch eine Lokomotive verloren gegangen. Du bist wirklich... Allerdings... Bahnstreik akzeptiert. Wir kommen jetzt zu etwas sehr, sehr Schönes, nämlich zum Zimmerfrei. Und ein Teil dieses Zimmer, na eigentlich das Zimmer von Billeritzel, bist du, Klaas. Würdest du das bitte mal anlegen, dieses schöne Kostüm? Ja, weil soll ich dir das mal abnehmen, ne? Ja, erstmal muss ich diese Kordel lösen. So. So, jetzt bist du dran. Würdest du da eben reinschlüpfen? Ja. War das fest, das hat sehr viel Mühe gemacht und viel Geld gekostet. Ja. So, jetzt geh doch einfach mal ein Stück. Das ist das Zimmer von Billeritzel. Ich bin das selber? Ja. Was könnte es sein? Also er macht es sehr gut, finde ich. Ja, finde ich auch. Wenn du mal hier so am Tisch entlang gehst. Ah ja, das ist sehr schön. Bin ich eine Jokomotive? Eine Jokomotive? Nein. Aber es geht in die richtige Richtung. Geh einfach noch mal ein Stückchen. Was ist das, was du da verkörperst? Ich bin eine Lokomotive. Was, oder volkstümlicher? Eine Eisenbahn. Ja, oder abgekürzt? Eine Bahn. Und was für eine Bahn? Eine G-Bahn. Denk aber mal ganz scharf nach. Du bist die Bahn. Über diesen interessanten, seltenen Doppelnamen, den du trägst. Du bist die Bahn. Ja. Bahn ist hinten. Geh mal weiter. Dann ich bin die Umlaufbahn. Ja! Ja! Lass es an, Ja, okay. Lass es an, bitte. Also, gerne. Fantastische Leistung. Praktisch ohne Hilfe herausgefunden. Da gibt es natürlich einen Preis, unser berühmten Zimmerfrei-Fanschal für Klaas Häufer-Umlauf, meine Damen und Herren. Dankeschön. Aber jetzt. Bleib so. Und jetzt, meine Damen und Herren, machen wir etwas ganz Besonderes. Wir werden jetzt ein besonderes Spiel spielen: Kindertheater. Du hast ja als ganz junger Bursch schon Krawatt gespielt auf der Bühne. Ja, richtig, genau. Und wahrscheinlich um Toast, Beifall, Jubel hast du gedacht, das ist es. Und wir wollen diese Situation des Kinder- und Jugendtheaters auskosten. Bis zum allerletzten. Und wir brauchen natürlich eine Geschichte, die wir spielen können. Und die verrät uns einer der Starsprecher aus dem WDR-Sprecherensemble. Bitte begrüßen Sie Martin Groß. Hallo Martin. Hallo. Ja. Kommt ihr auch wieder? Nicht egal. Ja, die kommen. Okay. Aber erst erzähle ich was. Es ist nämlich das Jahr 2015. Nachdem sie Jahrzehnte in der Puppenkiste vor sich hingeschimmelt haben, ist heute der Tag des großen Comebacks. Bitte begrüßen Sie die drei größten Stars der Marionettenszene. Er ist der Mann, der auf alles abfährt, was geile Gleise hat. Und der ständig auf Koks ist. Hier ist Lukas, der Lokomotivführer. Und hier kommt
Der Herrscher der Herzen. Ein Monarch, der an Unansehnlichkeit mit jedem britischen Thronfolger mithalten kann. Hier ist der kleine König Kalle Wirth. Und sie hat einen süßen Sprachfehler, ist seit Millionen von Jahren tiefgekühlt und sieht immer noch aus wie ein frischer, kleiner, grüner Hüpfer. Applaus für das Urmel aus dem Eis! Da schon einige Jahre seit dem letzten Auftritt ins Land gegangen sind, sind die Fäden unserer Stars natürlich etwas in Unordnung geraten, um nicht zu sagen verknotet. Alle drei versuchen, die typischen alten Marionettenbewegungsmuster wiederherzustellen. Oh, oh, oh ja. Hat ja super geklappt. Und weil sie sich so doll freuen, fallen sie sich in die Arme. Nur dabei verheddern sich ihre Fäden. Aber Lukas, der alte Gleisfuchs, hat eine Idee, wie man sich geschmeidig aus dieser Situation befreit. Also normalerweise müssten wir hochspringen und uns mal so ein bisschen ausdrehen lassen. Ne? Ja, dann machen wir das doch. Ja, okay. Also oh. Einmal, eins, zwei, drei. Und nochmal. Und nochmal. Halt, Moment. Eine Königskrone ist wieder abhandengekommen. König Kalle versteht die Puppenwelt nicht mehr. Diese Art der Befreiung ist unter seiner Würde. Er bekommt einen majestätischen Tobsuchtsanfall. Atschi, das hätte es früher nicht gegeben, 1969. Atschi. Ist das wow. Tobsucht? Für Kalle Wirsch muss es reichen. Das Urmel ist entsetzt und sucht Unterstützung bei Lukas. Beide ergehen sich in einer Schimpfkanonade über die Monarchie. Das kann doch gar nicht wahr sein, was der da macht. Das bisschen Tobsucht, so lächerlich. Da muss ich auch wirklich mal sagen. Also wenn wir jemanden wollen, der sich aufregt, dann wollen wir den wenigstens gewählt haben. Wir ja? Wollen und nicht einen König. Und nicht so ein Trottel, ja, der ja. Einfach daherkommt und da reingeboren wird und sich dann nur noch aufregt und überhaupt nichts mehr macht. Ne? Der König ja. Gesundheit. Sieht sein königliches Fehlverhalten ein und ruft spontan die Demokratie aus. Wisst ihr was, Leute? Da mache ich mit. Alle wählen mich. Wir machen Demokratie. Und weil er das so gut findet, macht er drei sensationelle Wahlversprechen. Ich verspreche jeden Sonntag zimmerfrei, 55 Wochen im Jahr. Ich verspreche fünffache Gage für Christine Westermann und Götz Alsmann. Und Klaas Häufer-Umlauf darf jedes Mal der Gast sein. Doch das ist Lukas zu wenig. Er als Lokführer ist es natürlich gewohnt, mehr zu fordern, ist klar. Er stellt drei... Oh. Ich möchte sagen, er stellt drei Gegenforderungen. Ja, also ich möchte sagen, dass wenn ich hier zu Gast bin, möchte ich bitte auch noch alle anderen Moderatoren mitvertreten dürfen, ja? Hier in meiner eigenen Gewerkschaft. Als Ehrenamt natürlich. Ja, das heißt, alle Moderatoren und auch die Servicekräfte, die uns Moderatoren beliefern sollen, auch zu Gast sein hier jeden Sonntag, ja? Mir aus. Das ist die erste Sache mal. Das Volk jubelt. Und damit ist König Kalle vom Thron gestoßen. Und unter der Führung von Lukas beginnt der Siegeszug. Nicht so feste, bitte. Was? Ihr müsst mich eben vom Thron stoßen, aber nur so. Aua, aua. Der neue Herrscher singt die neue Hymne des Freistaats Lummerland. Der Arsch hat heute Geburtstag, die Titten spielen Klavier, der Pimmel rutscht die Treppe runter mit dem Kassenbier. La 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 la. Lukas der Lokomotivführer, Urmel aus dem Eis, der kleine König Kalle Wirth und Martin Groß, vielen herzlichen Dank. Martin Groß, meine Damen und Herren. Ich das aussehen, ja. Okay. Das sind die Momente, wo die Sendung am spannendsten ist, finden Sie mir. Geht das? Man sollte es nicht meinen, aber Klaas ist ein Mann. Was für viele überraschen kann. Setzt die Satzzeichen sehr gekonnt. Machen den Satz zu Ende. Der im Fernsehen ein wunderbarer Clown ist. Im richtigen Leben allerdings schon auch, sagen wir mal, Stimmungsschwankungen hat, Hoch und Tiefs gut kennt. Ja. Eher die Tiefs, die Melancholien. Außerdem willst du den Flugschein machen.
Und ja. Das haben wir jetzt mal kombiniert. Wir schweben über den Wolken. Gehst du da vorne rein? Ja. Auf geht's hier. Warte. Hier so rüber. Ich glaube, du musst hier rein. Oder so. Ja, so. Oh. Super. Achso, da gibt's eine Tür. Achso. Eigentlich, aber du bist ja noch jung. Okay. Klasse, was ist ein Tief für dich? Sind wir zu weit weg, um gut zu reden? Nö, wir können ja, nö. Ich sehe dich gut. Ja, ich sehe dich auch. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich und sehe dich. Ja. Was ist das mit den Stimmungsschwankungen? Was ist ein Tief für dich? Naja, Stimmungsschwankungen klingt ja schon nach so ein bisschen. Also, es sind keine Stimmungsschwankungen im Krankenhaus, sondern es ist eher so, dass. Eigentlich das ganz Normale. Also, dass wenn jemand die Möglichkeit hat, gut gelaunt zu sein, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, melancholisch zu sein. Das heißt ja nicht, dass man wahnsinnig traurig dafür sein muss oder so verstimmt, dass es einen beeinflusst. Aber Melancholie ist etwas, das mir auch zu eigen ist, unabhängig davon, dass ich ja grundsätzlich fröhliche Sachen mache. Ja. Was ist der Unterschied zwischen traurig und melancholisch? Melancholisch sein kann ja schön sein. Also man kennt das ja, man begibt sich ja manchmal ganz absichtlich und ganz gerne in Melancholie, weil bestimmte Themen, an die man sich gerne erinnert, die es auch wert sind, drüber nachzudenken, sind ja nicht zwangsläufig immer total lustig. Mhm. Sondern es gibt ja manchmal Dinge, über die man gerne nachdenkt und die man auch nicht missen möchte. Aber wenn du so melancholisch wirst, wovon wird das ausgelöst? Ach, meistens sind es natürlich zwischenmenschliche Dinge. Es geht da, ich glaube, wenn man 31 ist wie ich jetzt, kann man Glück haben und von vielen verschont geblieben sein. Aber es ist natürlich so, dass man so im Laufe eines Lebens natürlich auch ein paar traurige Sachen, ein paar Freunde verliert vielleicht durch Krankheit, durch andere Dinge, vielleicht auch einigen Situationen hinterher weint. Und das heißt ja nicht, dass einen das bricht oder knickt für immer, aber natürlich ist es so, dass ich glaube, wenn man so zwischen 20 und 30 da passieren dann eben auch so ein paar Dinge im direkten Umfeld, die man sonst vielleicht nur so von anderen Leuten kann. Ist Melancholie auch ein bisschen Sehnsucht nach irgendwas? Sehnsucht würde ich es nicht beschreiben, aber ich finde es auch wichtig. Also ich habe auch Angst vor Leuten, die ganze Zeit nur gut drauf sind. Also ich habe auch das Gefühl, da staut sich einiges auf und wenn die dann mal, wenn es dann mal so schlagartig umkehrt, weil natürlich niemand davon verschont ist, eben. Ich glaube, man sieht die Welt sehr eindimensional. Wenn man immer alles nur lustig und fröhlich findet, dann sieht man es irgendwie falsch. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem einem das so unmissverständlich vorgeführt wird, dass das Leben eben so nicht ist, dass es dann, glaube ich, jemanden richtig umhaut. Und wenn das dann so umschlägt, ist es, glaube ich, unangenehmer, als wenn man in bestimmten Portionen das auch mal an sich ranlässt und sich damit auseinandersetzt, weil so ist es eben nicht. Ne? Ich habe eine schöne Beschreibung für Melancholie gelesen. Melancholie ist, wenn man sich intensiv mit seiner Seele beschäftigt. Ja. Trifft es halbwegs? Ja, also was auch immer, das ist ja natürlich eine sehr ungreifbare Sache, die sogenannte Seele. Aber klar, man muss ehrlich zu sich sein und das bedeutet eben manchmal auch, dass man zulässt, dass bestimmte Gefühle in einem hochkommen, die noch vielleicht mal etwas stiller werden lassen. Darf ich dir geradeaus jetzt was sagen? Ja, unbedingt. Was mir jetzt gerade schwerfällt, ist vielleicht das falsche Wort. Uns trennen 34 Jahre. Und wenn ich dich so reden höre, und so reden höre, meine ich jetzt durchaus positiv, dann kommt mir automatisch in den Kopf, mein lieber Mann, wart mal die nächsten 30 Jahre ab. Ja, ist das blöd, wenn man das sagt? Das ist nicht, ich meine das nicht so, wär du erst mal so alt wie ich, sondern dass man so denkt, ich finde es klasse, wenn jemand so Anfang 30 ist, sich solche Gedanken macht. Und ich kann ja nur mir über die Sachen Gedanken machen, die ich eben so erlebt habe. Und ich werde bestimmt auch in 30 Jahren da sitzen und vielleicht noch mal die Aufnahme von heute Abend sehen und sagen, na Alter, du hattest ja überhaupt keine Ahnung. Das wird höchstwahrscheinlich wird das so sein, aber ich muss ja auch trotzdem mich irgendwie auch jetzt an diesem Tag irgendwie einordnen und da kann ich ja nur mit dem arbeiten, was eben ich passiert. Wollte dir nur sagen, aber, warum ich gerade so, warum es mir richtig schwer fällt, was zu fragen, weil ich so also einfach glaube, mehr zu wissen oder mehr zu. Ja, das ist wahrscheinlich sogar das ist wahrscheinlich die Wahrheit. So, genau. Ja. Komm, erzähl mir, was passiert alles? Frag noch? Mich. Also diese, wenn du dich zurückerinnerst und du warst 31 und hast gesagt. Also es gibt ja dann so eine Skala von 1 bis 10 und du hattest das Gefühl, du hast, sagen wir mal, auf der Skala von Dingen, die traurig sind, die 10 schon ein paar Mal erreicht. Wie oft wurde die Skala dann nochmal erweitert auf 15 oder 20 im Laufe der nächsten 30 Jahre? Nee, also wenn ich mir die Skala setze von 1 bis 10, ist 10 das Höchste.
Ja, klar. Und das Höchste war, als mein Vater gestorben ist. Und das ist durch nichts getoppt worden bis jetzt. Okay, das heißt, also es kann, wenn ich jetzt, wenn ich Glück habe, können die nächsten 30 Jahre Spaß machen? Wie schlimm war der Tod deines Vaters für dich auf der Skala 10, 9? Na ja, na klar, also das würde ich auf so einer Skala dann gar nicht einordnen wollen. Aber ja, klar ist das, also das, natürlich ist das schlimm. Ja. Die Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Älterwerden, dass man ahnt, dass Katastrophen kommen und dass sie immer noch schlimm sind, aber dass man auch weiß, dass man irgendwie durchkommt. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die einem hilft, wenn man am Anfang von irgendwas steht, was man sowieso nicht verändern kann, was jetzt einfach da ist und unumstößlich da bleiben wird. Und wenn ein Mensch stirbt, dann ist das so. Und das ist und dass man, ich glaube, das ist vielleicht die Erfahrung, die man dann irgendwann macht, auch wenn das noch nicht das Ende vom Lied ist und man bestimmt noch ein paar andere Erfahrungen macht. Aber diese Erkenntnis, dass nicht alles im Leben immer gut wird am Ende, sondern manche Sachen einfach schlecht sind und auch so bleiben. Und man damit sich dann zurechtfinden muss, das ist eine Erkenntnis, die ich habe. Wie ist es denn, wenn man ganz großes Glück erlebt? Du hast großes Glück erlebt, du hast einen kleinen Sohn bekommen. Wenn man so ganz oben ist, wie sicher ist man, dass man da oben bleibt? Oder wie viel Angst hat man davor, ins Tal zu kommen? Also da muss ich sagen, da mache ich mich nicht so irre. Also ich bin demütig genug, bin, glaube ich, auch reflektiert genug, um festzustellen, wenn es gut ist. Und ich denke jetzt nicht, ich glaube, es ist auch falsch. Ne? Wenn man muss sich bewusst sein über alles und man darf nicht immer alles so ignorant sein oder sich nicht über Gefahren Gedanken machen. Man kann sich aber auch schöne Zeiten kaputt machen, wenn man immer nur daran denkt, dass es ja morgen dann auch wieder anders sein kann. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, oftmals gegenwärtig zu sein, also im Moment zu sein und dann das auch zu genießen. Das ist ja schwierig genug. Und wenn man die ganze Zeit immer darüber nachdenkt, jetzt kommt morgen einer und nimmt das alles wieder weg oder so, dann kann man vielleicht den eigentlich schönen Moment ja auch nicht richtig genießen. Warum wir hier sitzen, warum willst du den Flugschein machen? Ja, warum nicht? Ist ein Traum von dir? Wie ja, ich würde einfach gerne fliegen. Also ich finde das schön. Es gibt andere Leute, die damit vielleicht nichts anfangen können. Aber ich finde diese Möglichkeit, sich in ein Flugzeug zu setzen und ein bisschen im Kreis zu fliegen, das finde ich schön. Ich steige normal aus. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ja, ich auch dann, wenn ich das jetzt weiß. Ja. Oh. Ja. Danke. Ich war gerade noch mal im Kalevierskönigreich und wie ich hochkomme, sehe ich hier plötzlich diese Versuchsanordnung. Und ich glaube, sie hat mit unserer nächsten Aktion zu tun. Ich glaube sogar, sie hat damit zu tun, dass du mal gesagt hast, du lässt dich inspirieren von Haushaltsgeräten, von Verkehrsgeräuschen, all das kann in dir irgendwie die Idee für ein Musikstück hervorrufen. Das haben schon andere große Komponisten von sich behauptet. Das ist ein Zitat, das wir gefunden haben. Und wenn du einen Föhn hörst oder einen Staubsauger, dass dir da so Melodien einfallen. Achso, ja, nee, das ist gut. Vor 20 Jahren habe ich das mal aus Versehen an die Klotür geschrieben. Genau. So, wie auch immer, wir halten schon zu lange mit der Vorrede auf, meine Damen und Herren. Alles, was es für diese Aktion zu besprechen und zu erklären gibt, das erklärt uns unser staatlich geprüfter Zimmerfreinotar. Ihre Aufgabe ist nun, zu einem vorgegebenen Titel sich selbst auf einem Alltagsgegenstand zu begleiten. Das geht der Reihe nach. Sie dürfen sich den Gegenstand aussuchen. Ich würde vielleicht eine Empfehlung aussprechen. Und ich darf dem Publikum sagen, Ihre Reaktion ist unmittelbar für mich die Reaktion für mein Urteil, das ich dann fällen werde. Frau Westermann, wir beginnen mit Ihnen. Sie nehmen schon meine Empfehlung. Sie singen nun bitte 99 Luftballons, die erste Strophe, und begleiten sich dabei bitte künstlerisch wertvoll auf einem Luftballon. Bitte schön. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Großartig. Herr Häufer-Umlauf, für Sie hatte ich vorbereitet Marmorstein und Eisenbricht. Sie können nehmen, was Sie wollen, aber instinktiv die Bohrmaschine vielleicht dazu. Marmorstein und Eisenbricht. Weine nicht, wenn der Regen fällt.
Dam, 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 dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen drin. Aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei. Wir sind uns treu. Okay. Ja, als man für Sie blondes Haar, na 17 Jahre blondes Haar. Ein Tag wie jeder. Ich träum von Liebe, doch eben nur ein Traum. Aha, aha, Menschen, wohin ich schaue, Großstadtgetriebe. Und auf einmal, da sah ich Sie, Sie, 17 Jahre blondes Haar. So stand sie vor mir. 17 Jahre. Ich muss sagen, es war eine tolle Runde, aber ich würde sagen, Herr Klaas Häufer-Umlauf, Sie haben gewonnen. Großartig. Herzlichen Dank. Dankeschön. Der Notar, meine Damen und Herren. Ich muss sagen, ich hätte gerne noch zu dieser Säge, mein Freund, der Baum ist tot, gesungen. Ich habe gelesen, dass du Texte unheimlich schnell auswendig lernen kannst. Ja. Populär, Fanta 4. Ja. Geht noch? Ich stehe auf sie, ich finde sie cool, nehme mir das Tape nochmal an, weil ich es zurückspule. Denn das ist meine Mucke, Alter, die geht ab. Wie geht ich das? Mit zum Vorverkauf, schalte Mann und schnapp sie dir. Du guckst hin und siehst es. Nee, das weiß ich von früher, das habe ich einfach gut gefunden, das Lied, das vergesse ich dann nicht mehr. Aber ich habe zum Beispiel aus Krabbat, aus diesem Stück, was wir heute schon besprochen haben, da gibt es einen so einen Fantasie-Zauberspruch, den kann ich noch. Und das ist halt sind nicht mehr richtige Wörter. Und den werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Sag ihn mal. Merbo, Perosch, Andribo, Myrosch, Mylosch, Tondo, Merbo, Kuso, Ustu, Tentas, Labo, Perlus, Lachalter, Malerbo. Und du glaubst wirklich, dass das nichts zu bedeuten hat? Dann geh mal nach Hause, was jetzt passiert ist. Du hast was ganz Schönes gesagt, nämlich, dass sich in deiner Familie eigentlich niemand gewundert hat, dass es dich zum Licht zieht, also ins Rampenlicht. Nein. Und du glaubst, dass du so ein bisschen von dieser Begabung, von diesem Bühnentalent von deinem Vater hast. Warum glaubst du das? Ich glaube, er hätte das auch machen können. Bei ihm lief das eben anders. Mein Vater ist gelernter Industriekaufmann und hat dann als Key Account Manager gearbeitet und hat eigentlich was ganz anderes gemacht, aber hat letztendlich auch viel mit Leuten zu tun gehabt, viel gesprochen. Und wenn dann irgendwo Familienfeiern waren, große runde Geburtstage und wenn er dann gesprochen hat, also, hatte ein gewisses Charisma. Was die Leute einfach dazu gebracht hat, ihm zuzuhören, und er hatte eine Präsenz, und der hätte genauso Fernsehmoderator werden können. Und ich entdecke ganz viele, und vor allem auch Leute, die meinen Vater gut kannten, sehen halt bestimmte Bewegungsabläufe, die Art und Weise zu sprechen. Und wir sind es eigentlich auch so äußerlich, als ich ein Kind war, sahen wir uns nicht besonders ähnlich, aber so, je älter ich wurde, desto, ich habe mittlerweile dieselbe Frisur wie er. Ja, also, und ziemlich genauso an. Was glaubst du, womit hat er dich geprägt oder worin hat er dich geprägt? Ja, also das, die zu sprechen, zu formulieren, vielleicht auch präzise zu sein in dem, also wenn wir jetzt genau über diese Sache sprechen, ganz besonders. Aber ansonsten war es ein sehr warmherziger, auf der anderen Seite sehr strenger Mensch, der, ich denke mir manchmal, also ich kann mich noch gut erinnern, wenn wir so zusammen Fernsehen geguckt haben und ich zu ihm dann gesagt habe, können wir mal das und das jetzt schauen? Und dann hat er sich das so 5 Minuten mit mir angeguckt und hat dann immer gesagt, hat dann umgeschaltet und gesagt, es tut mir leid, ich kann das nicht gucken, es ist zu blöd. Ja, und hat es ausgemacht. Und ich glaube, das wird ihm bei unserer Sendung das eine oder andere Mal so gehen. Deswegen. Wofür bist du deiner Mutter dankbar? Wie hat sie dich geprägt? Ach, meine Mutter hat mir zum einen vorgelebt, wie man mit allen Situationen des Lebens klarkommt. Und es gibt die eine große Frage, immer wenn ich da mit irgendwelchen Problemen mal ankam und gesagt habe, ja, wie soll ich das jetzt machen, wie soll ich dies jetzt machen, da hat sie eine Sache gesagt, die einfach wirkt, aber die mir immer hilft, wenn man sagt, denk mal drüber nach, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, und meistens, in 99% der Fälle, denkt man sich ja nichts, was man nicht irgendwie geregelt kriegt. Und das hat mir sehr vertraut, sehr früh, mein Vater genauso. Also ich musste nie irgendwie mich großartig erklären bei irgendwelchen Sachen. Und es wurde immer irgendwie darauf vertraut, dass ich das schon so mache, wie das
für mich richtig ist. Und wenn ich dann mal auch daneben gehauen habe, was natürlich auch oft genug passiert ist, dann konnte ich aber auch sagen, ah, ist alles schief gelaufen, könnt ihr mir helfen, bitte. Und dann ist mein Vater auch in meinen ersten Ausbildungsbetrieb gegangen, in dem ich nach 7 Monaten nachts um 3 auf einer Kohlfahrt gekündigt hatte, weil ich keine Lust mehr hatte, da zu arbeiten. Und dann bin ich nach Hause gekommen und gesagt, Papa, arbeitslos, 16 Jahre alt, was machen wir jetzt? Ne? Und dann hat er gesagt, ja, warum denn? Habe ich gesagt, ja, ihm erklärt, also es gab ein bisschen Reibereien mit dem damaligen Chef von dem ersten Friseurausbildungsbetrieb, wo ich dann war. Und er ist dann da reingegangen, hat er für mich gekämpft, ist da reingelaufen wie so ein Anwalt aus einem John Grisham-Film. Und mit dem Anzug und so. Und er hat es dann mal kurz verschwunden ins Stübchen. Bis dahin hatte dann der Friseurchef alle meine Berichtshefte unterschrieben, dass das angerechnet wird auf die Ausbildung, die ich dann weitermachen konnte. Und er hat mein Trinkgeldsparschweinchen gerettet. Ja? Oh. Das war nämlich auch noch da. Das hat er noch rausgeholt. Und da waren bestimmt noch so 20 Mark drin. Na, also. Dann hat er gesagt, das gehört dem Jungen auch. Und dann sind wir da rausmarschiert wie so ein Vater-Sohn gespannt, als hätten wir gerade ein Ding gedreht. Und beim zweiten Friseur hat es dann geklappt. Ja, das war super dann, ja. Genau. Und Lutz van der Horst hat diesen Friseur besucht. Bist du sicher, dass der das ist, den wir besucht haben? Ja. Das war knapp, oder? Hat ihn besucht und der hat ein bisschen was über dich erzählt. Ich gehe jetzt zum Friseur. Und zwar zu dem Friseur, bei dem Klaas gelernt hat, Haare zu schneiden. Thorsten, du warst der Chef von Klaas. Genau. Hatte er damals schon so Entertainment-Qualitäten? Also das ist fast Grundvoraussetzung, um diesen Job zu erlernen und hier bei uns auch arbeiten zu dürfen. Das heißt, er hat viel mit den Kunden geredet? Geredet, ja, manchmal auch gequatscht, aber das gehört ja auch zur Hälfte wahrscheinlich dazu. Okay. Auch ein bisschen genervt manchmal? Sicherlich. Ja. Ich glaube auch da immer 10% über Ziel hinauszuschießen, das gehört glaube ich auch dazu, damit die Leute endlich die Klappe halten können. Okay. Ja. Wie würdest du denn sagen, war er als Friseur? Also Entertainment top, wie war er als Friseur? Über die Jahre jetzt, das Gute bleibt übrig, die schlechten Sachen aus der Erinnerung heraus. Also ja. Doch, glaube ich schon, dass er ein guter Friseur war. Ja? Ja. Also er hat die Prüfung ja auch geschafft. Besser als ich. Ja? Wie war die Note? Ist mir entfallen. Neben mir steht jetzt die Mutter von Klaas, das ist die Birgit. Hallo. Hat Klaas Ihnen denn auch schon mal die Haare geschnitten? Oh ja. Oh ja. Wie war's? Ja, nicht immer super. Also so manchmal auch so nach dem Motto, wenn ich es noch kürzer schneide, ist es irgendwann gleichmäßig. Ja. Und so sah es dann noch aus manchmal. Ja. Würden Sie sich heute nochmal die Haare von ihm schneiden lassen? Nee. Also jetzt hat er auch nicht mehr so viel Übung, denke ich, und das lassen wir, glaube ich, lieber. Alles klar, ist eine klare Antwort. Sie haben ein paar Kinderfotos mitgebracht, die finde ich sehr schön, sehr interessant. Das zum Beispiel, er mit 8 Jahren, wie er da aussah, unfassbar, oder ist das eine Maske? Also auf die Maske hat er lange gespart. Da ist er damit zu einem Straßenfest gegangen, ist in einen Bus voller Kinder gestiegen, die dann schreiend den Bus verlassen haben, weil sie alle Angst vor ihm hatten und das fand er super. Okay, ihm war das auch überhaupt nicht peinlich? Nee, überhaupt nicht, nur seinem Vater war es peinlich. Okay, und die Schwester, wie hat die reagiert? Ja, die war da nicht mit, aber die hat halt schon öfter solche Auftritte miterlebt und musste auch schon oft unter ihm leiden. Die arme Frau. Er hat ja hier unfassbar viele Verkleidungen an. Was hat er sonst noch imitiert oder parodiert? Ja, also was mir so einfällt, was also über Monate ging, wo auch seine Schwester mal drunter leiden musste, das war diese Michael Jackson Performance, wo er immer so eine kleine Plastiktüte mit hatte, wo alles drin war, was er dafür brauchte, so mit Locke ankleben und Hut auf, weiße Handschuhe an, wo er dann auch den Moonwalk immer vorgeführt hat. Und er hatte das, wie gesagt, immer mit, damit er auf Feiern auch jederzeit einsatzbereit war und hat das dann auch vorgeführt. Ja. Und hat dann halt auch manche genervt, weil er es immer gemacht hat. Ja, super Idee, so eine Plastiktüte einfach mit Michael Jackson Accessoires immer dabei haben. Ich denke, die hat er auch heute dabei und kann jetzt im Studio noch mal schön den Moonwalk machen. Danke, Birgit. Zurück ins Studio. Falls du ein zweites Mal hierher kommst, würdest du deine Mutter jemals wieder vor ein Mikrofon lassen? Ach ja. Ja, ja, okay. Ja doch, doch. Ja, das ist ja nun mal so, das ist ja die Wahrheit. Da kann man sich vor der Realität nicht verschließen. Und ich kann ja nicht so tun, als wäre das alles nicht geschehen. Ich bin ja selber schuld. Ich bin der Architekt dieses ganzen Schwachsinns. Ja. Was du mal sehr schön definiert hast, ist, dass ein Fernsehmoderator sich durch bestimmte Eigenschaften auszeichnet. Vor allem, dass er 3 Personen besonders liebt, nämlich
ich, ich und ich. Ja. Ja? Und dass er keinerlei Scheu davor haben darf, im Mittelpunkt zu stehen. So geht's Christine, so geht's mir, so geht's dir. Und deshalb passen wir drei besonders gut in ein Spiel, dessen Mittelpunkt der Mittelpunkt ist, wenn ich euch mal bitten dürfte. Ja. Wir haben hier drei atomgetriebene Bürostühle, eine Schenkung aus Japan und dahinter haben wir dreimal einen Kürbis. Was ist die Mehrzahl von Kürbis? Drei Köben oder was sagt man? Kürbisse, drei Kürbisse. So, Kürbisse, meine Damen und Herren, für diejenigen, die nicht aus dem Umfeld von Köln stammen, es handelt sich dabei um Kellner, ne? Oder Kova, wie der Westfale sagt. So, und wir werden uns jetzt hier mal schön feststellen an diesen Stühlen. Diese Sessel sind befestigt mit Gummis, die sind also ein bisschen dehnbar, wir haben ein bisschen Spiel. Unser Ziel ist es, dem Kürbis hinter uns, der so ein lustiges Tablett hat mit zehn Gläsern drauf, dass wir diese Gläser Stück für Stück füllen. Ja. Der es schafft, als erster 10 Gläser zu füllen, hat das Spiel gewonnen. Wir müssen also versuchen, mit diesem Gummi das Fass zu erreichen, um dort frisch, fromm, fröhlich und natürlich auch frei zu zapfen. Jetzt wartest du selbstverständlich auf das Kommando, wenn es losgeht. Jetzt! Oh, das ist ja total einfach. So, ach so, aber man muss dann hier, kann man auch so machen? Man kann ja, das also, dem anderen also, man muss es dem anderen auch wegnehmen, dann, ne? Hör mal auf, so. Das ist sehr unkollegial. So. Oh, kann man eins mitnehmen oder zwei auch? Das dauert zu lange. Ihr kommt auch viel zu schnell dran, Jungs. Das ist leider nicht so unkollegial. Sagt hier, heiliger Strose. Scheiße! Weißt du was? Lass mal, Klaas. Die Sauerei muss unser Regieassistent wegmachen. Der hat schließlich den Tisch nach hinten gezogen. Aber wer ein... Ja, die auflecken. Wer ein Tropfen Bier verschenkt, wird aufgehängt. Das kennst du doch. Nee, das kenn ich nicht. Doch, das ist doch... Bier. Ach, aber Leute. Das ist nur Kölsch, kein Bier. Ach so. 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 Jetzt kommt jemand, der dich richtig gut findet und der das auch ganz gerade raus sagt. Harald Schmidt, bei dem du mal kurz gearbeitet hast, macht die Lobhudelei für dich. Was? Ja. Klaas ist ein außergewöhnlich angenehmer Kollege, er ist sehr sympathisch, er ist unaufgeregt, er ist sehr schnell und spontan, man kann mit ihm ohne Absprache arbeiten. Man kann vielleicht grob ein Thema andeuten, er will dann aber auch vorher das nicht wissen, damit es spontan bleibt. Er ist sehr in der Lage, das Thema zu wechseln innerhalb der Verabredung. Er kann reagieren, er hat ein Ohr für Ironie, er ist bescheiden geblieben, soweit ich das beurteilen kann. Der Höhenflug, den er jetzt hat, hat nicht dazu geführt, dass er die Bodenhaftung verloren hat. Tolles Bild, fällt mir gerade auf, wo ich so sage. Und was natürlich der Fall ist, er sieht sehr gut aus, was sicher nicht von Nachteil ist und was ihn von den meisten seiner jungen Kollegen unterscheidet. Also Klaas Häufer Umlauf, ein Gewinn für das deutsche Fernsehen. Ich habe eine gute Nachricht für Sie, meine Damen und Herren. Ich habe eine gute Nachricht, dass Kölsch wird, wenn Sie wollen, jetzt gleich ans Publikum verteilt. Super, danke. Klasse, wo ist nicht zu trinken? Du sagst, du verehrst Harald Schmidt. Also, verehren ist ein tolles Wort in dem Fall. Also, wirklich Hochachtung, warum? Für das, was er gemacht hat. Für die Art und Weise, wie er Sendung macht, wie er Dinge aufgreift, wie er Inhalte verpackt in dieser Sendung. Du hast auch ein bisschen Angst vor ihm, warum? Ja, ich habe nackte Angst, also wie jeder vernünftige Mensch. Ja. Warum? Weil man ihn nicht einschätzen kann so richtig. Also weil das natürlich so ist, wenn man... Ich bin da eine Zeit lang, ein paar Jahre mit im Team gewesen und durfte dann auch ab und zu da sitzen und ich habe halt... immer gemerkt, dass ich da eigentlich nur sitze und ihm bei der Arbeit zuschaue aus einer sehr guten Position. Habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich da selber irgendwas zu beitrage.
Und weil es sich auch nicht die Frage stellt, ob man irgendwie da auch nur im Geringsten rankommt, sondern man guckt sich das halt an, man probiert ein bisschen was zu lernen und ein bisschen was mit nach Hause. Denn meistens habe ich erst gemerkt, dass ich verarscht wurde, wenn ich mir das im Nachhinein zu Hause nochmal angeschaut habe. Und das sind die Qualität, die ist halt gut. Also wie gut gelingt es dir, den Augenhöhe zu halten? Na, ach, also, Augenhöhe, das ist also rein körperlich schon nicht möglich und das ist auch sonst nicht möglich. Also das ist Quatsch, ne? Also da Augenhöhe mit Harald Schmidt, jeder, der das behauptet, nein, ist nicht, größenwahnsinnig. Ich meine nicht, dass man genauso gut ist wie er, aber wenn man mit ihm redet, dass man nicht denkt, oh Gott, der große Harald Schmidt. Naja gut, ja, man muss halt aufpassen wie ein Schießhund und ich glaube, was man dann am Ende nicht haben darf voneinander, ist tatsächliche Angst davor. Ansonsten muss man da ja dann auch nicht hingehen, sondern man muss natürlich sich auf ein Gespräch einlassen und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Apropos viel Spaß gemacht, ja. Meistens macht auch die Hausmusik sehr viel Spaß. Oh, ja. Und unser neuer Freund Klaas Heufer-Umlauf hat uns ein wunderschönes Lied mitgebracht, das er wunderschön singen wird, What a Difference a Day Makes. What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Oh, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes. And the difference cuts is you. What a difference a day makes. And the difference is you. Karten hoch. Rot für Nein, Grün für Ja. Soll, darf, muss er bei uns einziehen. Hoch mit den Karten, meine Damen und Herren. Und ich sehe, mein Gott, nicht eine einzige rote, aber 38,2 Milliarden grüne Karten. Das heißt, wer darf bei uns einziehen? Bis hier, du warst wundervoll. Ich war mit mir zufrieden. Publikum war auch prima. Aber jetzt runter mit den Karten auf Schlussapplaus vorbereiten. Der Star des Abends war Klaas Heufer-Umlauf.